Hey, schön, dass du eingeschalten hast mit mir, den Eisenbahner HD, zur neuen Folge Minecraft Horror Maps. Ja, wir spielen jetzt die Map namen Treasure Hunt 1 oder Treasure Hunters 1. Keine Ahnung, ich habe sogar den Namen vergessen. Auf jeden Fall irgendwas mit Treasure und irgendwas mit Hunt und irgendwas mit 1. Ja, wir machen direkt da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wer die erste Folge davon noch nicht gesehen hat, geht jetzt oben rechts mein i auf. Dort habe ich das Video ganz oben hinzugefügt. Also in Zwischenzeit, also zwischen der Aufnahme und also der letzten Aufnahme und jetzt, ist schon eine gewisse Zeit vergangen und ich habe mal kurz Rücksprache gehalten mit dem Map-Ersteller, also mit dem Chaoten hoch 10, also beziehungsweise der hat auf den Videos sehr viel kommentiert. Ich glaube 7 Kommentare hat er geschrieben. Auf jeden Fall danke an dich, dass du auch dann deine Map anschaust. Und da sind ja ein paar Fehler aufgedeckt worden. Der wird sicherlich mit der Zeit dann mal beheben. Also kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, wir machen jetzt da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben, in derselben Map. Ich weiß gar nicht, ob er es schon mittlerweile behoben hat, wenn ihr das seht. Keine Ahnung. Wir haben ja beim Innenraum 2 ja kein Button gefunden. Da sind wir nicht weitergekommen und ich bin so verzweifelt, dass ich dann das Video abgebrochen habe, bis sowas dann erstmal pausiert habe. Er hat geschrieben, er hat es gut versteckt, aber er hat nicht gesagt, wo er es versteckt hat. Das ist die Problematik, die ich so hatte. Deswegen habe ich jetzt einfach mal hier offscreen oder offcam mich einfach mal auf die Suche begeben und dieser Versteck ist sehr simpel. Ich bin hier in der Bibliothek, hab dann mal hier so in die Ecke geguckt und habe festgestellt, da drin ist ja noch eine Truhe. Und die habe ich dann mal geöffnet und da ist ein Button. Schlüssel Nummer 2. Und kann auf einen Magenta-Keramik-Block gesetzt werden. Okay, das sollte, glaube ich, jetzt gar nicht passieren. Ich würde sagen, ich lade mal die Map neu. Ich würde sagen, bis gleich. So, ich habe die Map jetzt nochmal neu reinkopiert. Ich habe nämlich ein Backup gemacht, weil ich hatte keinen Bock, das Ganze noch einmal zu spielen. Deswegen habe ich die Map in der Zwischenzeit einmal gesichert. Deswegen dürfte ich jetzt einmal wieder an der Wand stehen, kann ich mir gut vorstellen. Die Map hat auch ein eigenes Resource Pack. Logisch eigentlich wie jede Horror Map. Jetzt bin ich hier wieder. Hier habe ich euch begrüßt. Dann gucken wir jetzt mal rein. Und wehe, das ploppt wieder weg. Also lieber, Map-Ersteller, das sollte vielleicht einmal gefixt werden, wenn ich was in den Inventar lege, dass es nicht gleich wegploppt. Ich leg das jetzt mal hier rein. Was passiert? Ich hab's im Inventar. Ich hab's drin, okay. Sollte, glaube ich, mal gefixt werden. Irgendwas nimmt mir das dann alles aus dem Inventar raus. Das glaube ich nicht sein sollte. Was steht da? Genau. Sein oder nicht sein ist die Frage. Ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Hoppala. Boah, ich hasse diese Tür. Gut. Jetzt haben wir Schlüssel Nummer 2, das Nummer 5. Ich habe ja versehentlich hier den Ausgang geöffnet und habe festgestellt, das ist gar kein Ausgang, sondern ich bekomme da einfach in das ewige Nichts. Ich habe es ja versehentlich im Game Mode gesetzt. Wie gesagt, wer die Folge noch nicht gesehen hat, ist oben rechts ein i und dort habe ich es ganz oben hinzugefügt. So, jetzt nehme ich den Button ins Inventar. Ich habe den noch. Panikreaktion. Wir kommen weiter. Ach ja, ich nehme ja auch mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf. Deswegen kann es sein, dass die Audioqualität oder die Bildqualität nicht so gut ist. Ich bastel da aber immer wieder herum. Deswegen sollte es Folge für Folge immer besser sein. Und auf jeden Fall Respekt an den Map-Ersteller Chaoten hoch 2. Also das ist eine der besten Maps, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Also ich habe schon einige gespielt. Und so gut fand ich schon lange keine mehr. Da hat jemand sein Hühnchen geschlachtet. Auch schön. Oh! Danke übrigens für den Hinweis, dass... ich habe ja vorhin eine Leiter nicht gefunden. Also in der ersten Folge eine Leiter nicht gefunden. Und da hat er mir geschrieben,
die Leiter war im Ofen versteckt. Deswegen habe ich mir schon so geahnt, dass die wieder im Ofen drin ist. Auf jeden Fall danke für den Hinweis. Ja, ich gucke mich hier noch so ein bisschen weiter. Oh. Da ist Ketchup auf dem Boden, deswegen gucke ich da später rein. Was haben wir hier? Nichts. Okay, es ist anscheinend so ein Lagerraum. Da ist ein Kühlhaus. Oh, nein, Spiderschwein. Wer hat es dir angetan, Spiderschwein? Das ist derjenige, der es dir angetan hat, ja. Der wird's büßen, der wird's bereuen. Einfach mein Haustier umbringen oder aufhängen. Ich bin... Boah, diese Tür, die macht mich noch wahnsinnig. Nein. Mein Gott. So, wir haben jetzt Schlüssel Nummer 3. Jetzt ist die Frage, wo ist nur die Tür Nummer 3? Da ist 5. Da ist 1. Was war das da hinten für eine Tür? Ich weiß es nicht mehr. Da ist die 3. Okay. Ja, ich spaziere da immer so durch die Türen rein. Manchmal vergesse ich, dass es eine Horror-Map ist. Dann erschrecke ich mich immer so richtig. Was haben wir hier? Ein Kamin. Schlüssel Nummer 4, okay. Okay. Also der Map-Entwickler oder der Map-Ersteller hat ja gesagt, ich darf cheaten, wenn ich nicht weiterkomme. Und ich glaube, damit ist er, glaube ich, auch einverstanden, wenn ich das mache. Das war, glaube ich, die Schlüssel Nummer 4 war das, glaube ich, oder? Ja, wir sind in 3, deswegen, genau, 4 hatte ich. Ich gehe jetzt mal wieder schön in den Spectator-Modus rein. Ups, hoppala. Nein, ich meine Adventure-Modus. So. Okay, das sollte wirklich mal gefixt werden, weil das nervt schon, wenn dann immer die Button aus dem Inventar gezogen werden, also wird. Aber ich meine, nicht immer ist alles perfekt. Also der Spielspaß macht ja diese Map ja wirklich aus. Und dass die Fehler hat, ich meine, das ist ein Ding sicherlich von wenigen Minuten behoben. Ist wahrscheinlich irgendein Command-Block, der das mir resettet die ganze Zeit, kann ich mir vorstellen. Ich brauche jetzt die Nummer 4, genau. Dann muss ich gleich wieder in den Game-Mode gehen, weil ich kann ja diesen Button ja nicht setzen, fällt mir ein. Also zum Setzen muss ich dann nochmal kurz in den Game-Mode 1 gehen, oder beziehungsweise in den Creative-Modus. Hier ist die Tür Nummer 4. Ich glaube, den kann ich nicht setzen. Genau, ja. Creative, zack, dafür nehme ich den raus. Ciao. Geh wieder schön brav in den Adventure-Modus. Ich hoffe, dass es Tür 4 war. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Hier ist ein Computer. Und hier muss wahrscheinlich irgendwo ein Schlüssel versteckt sein. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwie unterm Tisch... Nehme ich den Knopf... Nummer 5. Ich habe jetzt mal noch mal einen kleinen Break gemacht. Und mal ganz kurz meine Mikrofoneinstellungen mal ein bisschen verändert. Weil ich habe nämlich dann mal die Aufnahme reingeguckt, die ich bis jetzt gemacht habe. Habe festgestellt, so ganz leicht übersteuere ich. Wie gesagt, die Einstellungen, ich bin immer noch am Rumbasteln. Ja, es kann sein, dass ihr übrigens auch ein paar Stimmen gehört habt. Beziehungsweise ihr werdet bestimmt welche hören, so wie die rumgebrüllt haben. Es liegt daran, da ich nicht alleine lebe. Und ich sehe schon gerade, hier ist ein Knopf. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Oh, da ist der Schlüssel Nummer 5. Und ich habe, glaube ich, herausgefunden, wenn ich das jetzt direkt hier hin mache, in den ersten Slot, da geht's. Würde ich was in den zweiten und würde es wegploppen. Was ist denn das für ein... Okay, ein kleiner Tipp, wenn es wirklich so sein sollte, dass man das andere nicht nutzen kann, dann macht es auch irgendwie hier bemerkbar, wie du es hier gemacht hast, dass da einfach so ein Gitter ist. Sollte es doch nicht gewollt sein, dass man alles nutzt, dann irgendwas cleart dann ganze Zeit hier diese Slots. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Aber das habe ich ja schon erwähnt, Fehler dürfen sein. Aber Fehler darf sein.
Da steht, glaube ich, auch, sein oder nicht sein, ist die Frage. Genau, da steht da drauf. So, dann haben wir den Button Nummer 5. Das ist, glaube ich, der letzte Button, weil hier hinter ist nichts. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube schon dreimal. Ich wiederhole es mich so ein bisschen. Deswegen, sorry. Okay, ich gehe jetzt durch die Tür Nummer 5. Oh, das war gut. Boah, ist das so eine gute Map. Die hatte ich schon lange nicht mehr. Das macht... Ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte mich da eigentlich umschauen, aber okay. Da war irgendwie so ein Alien-Kopf. Aber ich wollte es eigentlich lesen, aber... Ich konnte es nicht lesen. Jetzt bin ich in der dunklen Kammer. Ich weiß gar nicht, ob ihr da was sehen könnt. Es ist schon sehr dunkel. Helligkeit 25%, das sollte, glaube ich, so sein. Das war, glaube ich, damals auch von ihnen so gewollt, aber ich komme da nicht raus. Hallo, ist hier jemand? Klopf, klopf. Es ist dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Irgendwas übersehe ich jetzt hier gerade. Ja, hier ist nichts. Hier ist eine Tür, die ich nicht aufmachen kann. Aber ich sehe hier auch irgendwo hier so ein Loch, wo ich gegebenenfalls einen Button Geil, ist das gewollt? Also ich habe Optifine drin. Ich weiß ja nicht, was hier für ein Block da drin ist. Aber das macht Licht. Geil, hätte ich das vorher gewusst, ey. Da ist ein Button. Okay, hier wurde jemand gekillt. Oh, guck mal in den Chat. Jemand hat lauter Leute gekillt. Das ist richtig cool gemacht mit der Chat-Message. Dan TDM wurde gekillt von T02. Kann ich mal lesen. T032. TheJoeCraft. Ist das ein YouTuber? Ich meine ja. Wurde gekillt von T032. Dr. Banks. Oder Banks, keine Ahnung, wurde gekillt von T032. Explosiv Rocket wurde gekillt von T032. Mumbo Jumbo wurde gekillt von T032. Oekt, keine Ahnung, wie wird das ausgesprochen? Oekt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Wurde gekillt von T032. Let's Phil wurde gekillt von T032. Wer hätte es gedacht? Okay. Oh, hab ich mich erschreckt. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Respekt. Oh, okay, ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz eine Sicherung von der Map, weil es hier gibt's zwei Endings, soweit was ich weiß. Okay, ich will jetzt mal kurz sagen, ich mache jetzt ganz kurz ein Backup. Kleinen Moment. Ich kopiere jetzt einfach mal den Ordner, den Map-Ordner, kopiere ich mir jetzt einfach. Oh, nee, geht ja gar nicht. Ich muss ja erstmal die Map verlassen, da war ja was. Ich mache jetzt einfach mal in der Aufnahme. Ihr seht es ja eh nicht, wie ich da auf meinem Desktop rumkopiere. Dann seht ihr meine privaten Dateien nämlich nicht. Hoffe ich zumindest. Einfügen. So, jetzt können wir hier direkt wieder weiter. Treasures Hunt 1. Weil dann können wir eventuell dann auch mal gucken, wie es die andere Tür ist. Ich neige nach rechts. Ich hoffe, das ist richtig. Oder nach links. Nee, rechts. War das richtig? Ich hab Angst. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse enge Wege. Das habe ich ja schon einmal gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab Angst. Hilfe. Oh, ist das gut.
Also für den Minecraft-Verhältnis ist der Horrorfaktor schon sehr gut, muss ich schon sagen. Und ich bin ja schon ziemlich schreckhaft. Ach du Heilige! Okay. Flieh! Ja, ich geh schon. Manuel 111, also ich. Ja, ja. Oh Mann, ich muss hier schnell raus. Okay, ich gehe. Ich fliehe im Zeitloop-Geschwindigkeit. Das Geile ist, ich habe mich vorhin gar nicht erschrocken. Ich glaube, da war ich abgelenkt war. Kann es sein, dass es deswegen war? Ich glaube, weil ich abgelenkt war. Oh. Wo bin ich? Ey, ist da noch mein Labyrinth? Bitte nicht. Hier ist noch mein Labyrinth. Nein! Ich fang zu heulen an. Ich mag keine Labyrinthen. Oh, hi! Na, wie geht's? Kannst du mir einen Gefallen tun und bitte aufhören, immer mich in meinem Bildschirm... Genau das meinte ich. Kannst du bitte aufhören, dich immer an meinen Bildschirm hier ranzuklammern? Das wäre sehr freundlich. Weil ich erschrecke mich da so ab und an mal. Das ist nicht schön. Also, mag ja sein, dass es für dich schön ist, aber für mich nicht. Also, ich habe dann, weil ich erschrecke mich ja dann immer zweimal, ist ja das Problem, weil ich nehme das auf, weißt du, für YouTube. Mein Kanal heißt Eisenbahner HD. Falls du es noch nicht abonniert hast, ja, du kannst es abonnieren. Du kannst mir übrigens auch auf Instagram folgen, wenn du willst, Geist. Link dazu ist also findest du in meinen Videos, in der Videobeschreibung. Dort kriegst du Informationen, wenn ich mal was Neues hochgeladen habe. Oder wenn eine Änderung mit meinem Uploadplan gibt. Oder wenn mal kein Video kommt, warum und wieso das so ist. Okay. Okay. Ah, oh, ich falle. Aua. Okay. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Bin ich. Klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Geil. Hallo, ist jemand da? Anscheinend nicht, die Tür ist von allein aufgegangen. Ey, es kommt sicher wieder das. Also, wenn jetzt wieder das Gesicht kommt. Also. Dann weiß ich nicht. Oh, ist die Map geil, die gefällt mir. Oh, die macht richtig Spaß zu spielen. Richtig Spaß. Ich habe so das Gefühl... Um ihn zu besiegen, muss ich die bereits markierten Blöcke mit einem Kreuz erneut markieren. Okay, also war das die richtige Entscheidung, die ich genommen habe? Ich weiß nicht. Also die richtige Tür vorhin? Ich werde auf jeden Fall, wo ich die Tür wählen musste... Oh. Auf jeden Fall, wo ich die Tür wählen musste, einmal werde ich auf jeden Fall nochmal testen, was passiert, wenn ich die andere nutze, also die linke. Ich weiß nicht, ob ich das noch in der Folge mache. Ich muss da mal gucken, wie lang die wird. Ja, das gefällt dir, glaube ich, gar nicht, was ich mache. Und ich hatte doch was gesagt mit meinem Bildschirm, dass du dich nicht daran klammern sollst. Okay, zwei Xe fehlen mir noch. Oh, die Soundkulisse, die gefällt mir auch mega. Aber wo muss ich da noch welche hinmachen? Geht's, kann ich hier raus? Okay, hier geht's nicht lang. Oh. Ist da was drin? Nein. Nein. Nein, aber da ist ein X. Wie konnte ich den nur übersehen?
und ich hänge ein Spinnnetz. Oh, dieser Sound, der gefällt mir mega. Es gefällt mir. Richtig gut gemacht. Chaoten hoch 2, richtig gut. Ich hoffe wirklich, dass du noch eine Map baust. Also du hast es richtig drauf. Wirklich. Könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map findet. Ich feiere die sowas von. Eins fehlt mir noch. Aber nur wo muss das letzte hin? Ich glaube, ich war schon überall. Warum ist da ein Boot im Haus? Warum? Ich glaube, dass ich hier irgendwo ein X übersehe. Kann es sein? Aber da ist auch nichts. Weil hier oben ist ein Raum, da wo bisher nichts war. Geil, ich kann das Kreuz umdrehen. Wehe, das muss jetzt irgendwie so einen bestimmten Winkel haben, ja. Also dann, habe ich keinen Bock mehr. Also dann, beende ich das Video. Jeder Raum hat was, bis auf der. Weil ich kann ja den Teppich ja nicht wegmachen. Hier drunter ist auch nichts. Hier ist ein Stuhl. Hier oben ist nichts. Hier ist nur ein Bett. Unterm Bett ist aber auch kein irgendwie anderer Block. Hoppala, nein. Hier ist auch kein anderer Block. An der Wand irgendwo? Weil das ist ja ein Item-Frame, wo ich die reinlege. Die Xe. Kann ja auch gut sein, dass die an der Wand oder an der Decke hängen. Die kann man ja seit der 1.16 ja auch beliebig überall hinhängen. Deswegen gucke ich mich mal hier genau nochmal um. Da ist eine Angel. Was passiert, wenn ich die nehme? Ich habe eine Angel. Kann ich da angeln? Geil. Boah, wer angelt bitte im Haus? Aber okay. Okay, okay. Ich hinterfrag das nicht. Aber hier ist nichts. Diesen Raum. Nein. Ja. Das finde ich auch cool, da mit den Bannern, dass es so Kissen darstellen soll. Habe ich auch schon relativ oft gesehen. Ist aber ein relativ cool Feature. Also, oder eine geile Idee. Aber da ist ja auch nichts. Labor, okay. Ich komme da nicht rein. Ha, wo muss das letzte hin? Ich verzweifle. Oh, war der einzige Raum da oben ist das, also wo das nicht hat, ist das Schlafzimmer. Deswegen bin ich mir ja sicher, dass da was sein muss. Aber die Frage stellt sich ja, wie gesagt, nur wo? Oh, ist das fies! Nein, das hat er nicht gemacht. Nein, das hat er nicht gemacht. Ist das fies. Das ist ein Geheimgang. Oh, war das fies, Map-Entwickler. Das war fies. Boah, da hätte ich auch wieder Stunden verbracht. Darf ich das hier jetzt hinsetzen von hier aus oder muss ich jetzt wirklich durch die Spinnen weben? Okay. Hat jemand von euch Angst vor Spinnen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich persönlich würde das als Jein bezeichnen. Also für so größeren, ja. Generell habe ich keine Angst, aber sag mal so, die brauchen nicht bei mir auf dem Körper rumkrabbeln, dann kriege ich schon Panik. So, ich habe das letzte. Irgendjemand sagt, nein! Du hast mich besiegt, aber so leicht mache ich es dir nicht. Okay, ich dachte, das ist jetzt vorbei, die Map, aber anscheinend nicht. Ah. Nichts hier? Geil! Auf dem Papier steht einfach nichts hier. Geile Idee eigentlich. Da ist eine Truhe, da ist auch nichts. Da kann man auch einen Zettel machen, dass da nichts ist. Was kann ich mit dem Zettel namens Nothing Here? Also nichts da. Ich bin wieder in irgendeinem Gefängnis. Ey, wie komme ich da eigentlich immer rein? Was passiert, wenn ich den da wieder reinmache? Nichts. Okay.
Ja, irgendwas übersehe ich wieder. Irgendwas ganz simples. Ist da unten ein Button? Nein. Also manchmal habe ich echt Tomaten auf den Augen. Also da ist definitiv nichts mehr. Ich kann da nicht mal zugreifen, doch jetzt. Nee, da ist nichts. Ich habe noch meine Angel. Beziehungsweise hier die Angel geklaut. Von dem Besitzer des Hauses. Aber... Hi! Mag mich hier jemand rauslassen? Aha. Schwebender Teppich, das ist auch schön, wenn ich ehrlich bin. Hier drunter kann schon mal nichts sein, da bin ich mir relativ sicher. Ah, dass das sowas hier ist. So ein Spender, das muss doch was bedeuten, oder nicht? Was passiert, wenn ich jetzt die Angel da mal reinlege? Nichts. Okay, mein Kompass sagt, ich muss hier rüber, glaube ich. Ich glaube, dass der Entwickler das so gemacht hat, dass ich dass er mir den Weg zeigt. Ey, ich sehe nichts. Oder hat da hier was hinter der Truhe was versteckt? Also ich würde es ihm zutrauen, ja, dass er dahinter was gemacht hat. Ich traue es ihm zu. Da packt nur ein bisschen die Textur. Oh, ich wusste es. Ey, ich wusste es irgendwie. Aber das ist richtig fies, seine Verstecke. Die sind gut. Okay. Mein Gott. Gut, dann gehen wir mal raus. Oh. Ich bin draußen. Okay. Da ist eine unsichtbare Wand. Ich kann da schon mal nicht gehen, deswegen muss ich hier hin wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann nicht woanders hin. Boah, geile Muckmusik. Die gefällt mir. Ich hoffe, dass da kein Copyright drauf ist, weil sonst habe ich ein kleines Problem. Dein Spielmodus wurde zum Zuschauermodus geändert, okay. Okay. Ich bin da oben im Turm gewesen. Oh, ich habe den umgebracht. Hier, Fragezeichen. Also der Geist wurde von mir gekillt. Geil. 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 Die Map, die gefiel mir mega. Respekt an dich. Okay, da hat er die ganze Technik hier mal drin. Kann ich da reinschauen im Spectator-Modus? Nee, nicht. Schade. Geile Map. Ich würde sagen, ich konnte ja nach dem Labyrinth ja die Türen auswählen. Ich bin ja rechts gegangen. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge mal die linke Tür nehmen und mal gucken, was da passiert. Falls euch die Map gefallen hat oder halt das Video euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Riesen Dank an Chaoten hoch 2, dass du mir die Map eingesendet hast. Falls ihr mir auch eine Horror-Map einsenden wollt oder falls der Chaoten hoch 2 mal eine andere, also neuere Version davon macht oder eine neue Map baut. Auch für ihn, ihr könnt mir das zusenden, einfach die in einer Cloud hochladen, wie Dropbox, Mega, Google Drive und dann den Download-Link mir einfach mir einmal per Mail zukommen lassen. Die Mailadresse von mir findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, dort dann einmal kurz die Map am besten erklären, wie lang geht die, wie viele Endings hat die. Das wird mich schon... Ist da was im Haus? Also das würde mich halt dann schon interessieren, wenn ich die Map spiele. Oder es ist nur so ein Dekohaus, einfach nur da. Die ist eingegangen. Ah! Jo, das war da, wo ich die Xe hingemacht habe. Oh, das hängt alles zusammen. Cool. Auf jeden Fall, die Map gefiel mir richtig gut bis jetzt. Also, wenn ich die jetzt bewerten müsste, von der Skala 1 bis 10, würde ich die Map von mir eine 8,5 bekommen. Also, es ist eine richtig, richtig gute Map. Die hat leider schon ein paar Fehler ge. Okay, jetzt hat es gerade im Hintergrund geknallt, ein kleines Sorry.
Die Map hat einige Fehler gehabt. Ich meine, die Map ist relativ neu, so was ich von Ihnen, von den Ersteller hier gehört habe. Dann dürfen Fehler sein. Alles okay. Der Horrorfaktor war gut. Also zuletzt, dass dieses Gesicht immer wieder in meinem Bildschirm war, das hat irgendwie den Horror dann rausgenommen, meiner Meinung nach. Aber sonst, Horrorfaktor war gut. Gameplay war, fand ich auch gut. Wie gesagt, eine 8,5 ist das wert gewesen. Also ist schon eine richtig gute Map. Die hatte ich schon seit langem nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, ich beende das Video. Dann sage ich auch ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Minecraft Horror Maps. Bye.